Person. Ich bin der Sebastian Staudinger, ich bin 25 Jahre alt und bin jetzt seit 2 Jahren bei der Firma SystemR tätig. Ich kümmere mich um das Produktdatenmanagement für unsere Brandschutzklappen sowie Luftauslässe. Falls Sie Fragen haben, können Sie auch gerne eine E-Mail schreiben. Diese sehen Sie auf der jetzigen Folie. Damit machen wir auch schon weiter mit unserer heutigen Agenda. Wir fangen an mit einem allgemeinen Einblick in BIM, was BIM ist, was wir uns darunter vorstellen können. Danach beginnen wir mit einer kleinen Einführung in unser Plugin, um das sich heute hauptsächlich drehen wird. Das ist unser Design Rabbit Plugin. Im Anschluss stelle ich Ihnen die Funktionen dieses Plugins vor und zeige Ihnen diese auch direkt. Dann kommen wir noch mal zu einer kleinen Übersicht und am Ende haben wir noch Zeit für Fragen. Bevor wir mit der Einführung des Plugins beginnen und verstehen, warum dieses für die Planung sehr nützlich sein kann, müssen wir jetzt erstmal verstehen, was BIM ist und wo und wie wir unsere 3D-BIM-Modelle finden können. Damit kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage: Was ist BIM überhaupt? Der Begriff BIM kann sich im Endeffekt auf mehrere Begriffe wiederum beziehen. Wir fangen jetzt mal mit dem BIM-Modell an, also das Building Information Model. Dies ist ein 3D-Modell von zum Beispiel Luftauslässen, Gebäuden, einer Infrastruktur, das letztendlich alle notwendigen Informationen für die Fachleute enthält, die an einem bestimmten Projekt zusammenarbeiten und auch kooperieren. Beispiel, zum Beispiel die Versorgungsspannung eines bestimmten Produktes, ein Volumenstromregler, wie dieser angeschlossen werden muss, elektrisch verdrahtet werden muss. All diese Informationen werden in dem BIM-Modell gespeichert. Der zweite Begriff ist BIM als ein intelligentes, auf 3D-Modellen basierendes Verfahren, das den Fachleuten letztendlich die Werkzeuge an die Hand gibt, um effizienter zu entwerfen, zu planen, zu bauen, zu arbeiten, um so Zeit und letztendlich auch Kosten zu sparen. Das ist ein ganz gutes Beispiel, ist zum Beispiel die Kollision von Objekten im virtuellen Modell, wodurch dann letztendlich später eine Rekonstruktion in der Bauphase vermieden wird. Dies bedeutet letztendlich für uns, haben wir ein gutes BIM-Modell, haben wir auch später ein erfolgreiches Projekt. Und dieser Übergang zu BIM ist also für alle Beteiligten der Bauindustrie von wesentlicher Bedeutung. Wenn wir also als Hersteller dieser Produkte den Planern ein qualitativ gutes Modell bieten mit den richtigen Informationen, helfen wir ihnen letztendlich auch, die Projekte zu verbessern, sie fehlerfrei und intelligent zu planen, um letztendlich auch wieder effektiver arbeiten zu können. Schauen wir uns zunächst das BIM-Modell näher an. Entschuldigung. Hier sehen wir in der Mitte ein Beispiel für ein BIM-Modell, in dem Fall eine Brandschutzklappe von uns. Diese Brandschutzklappe besteht aus den entsprechenden Anschlüssen und enthält direkt die richtigen Abmaße, sodass wir wissen, an welchen Kanal wir diese Brandschutzklappe anschließen können, ohne uns über die Anschlussgröße letztendlich Gedanken machen zu müssen. Dies gibt also automatisch Sicherheit in der Planung. Zusätzlich finden wir auch noch die Produktbeschreibung, wie unsere Artikelnummer, das Gewicht und auch alle notwendigen technischen Daten, wie zum Beispiel meinen gewünschten Luftstrom beim bestimmten Druck- und Schallpegel. Und all diese Merkmale speichern wir in unserem BIM-Modell, in dem Fall die Brandschutzklappe, führen die alle zusammen und können diese dann auch direkt in Revit weiterverwenden. Wo und wie erhalte ich Zugriff auf BIM?
Auf unsere BIM-Modelle kann auf verschiedene Weise zugegriffen werden. Auf ein BIM-Modell mit, ich sage jetzt mal, begrenzten Informationen, also nicht mit allen Informationen, die wir bieten, kann von der Magicat Cloud direkt aus zugegriffen werden. Bei der Magicat Cloud handelt es sich um eine Bibliothek mit allen Modellen. Hier können wir die Informationen und Daten sehen, aber wenn wir das Modell in Revit herunterladen, sind nur noch die grundlegenden Informationen im Modell auch vorhanden, also nur noch Modellname, Herstellername, Beschreibung. Dieses Modell ist gut, aber es hat noch definitiv Potenzial nach oben. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, unsere zweite Kategorie. Das ist das Modell mit allen BIM-Informationen. Dazu dient letztendlich auch wieder Magicat. Und zwar haben wir hier ein Plugin. Dieses Plugin ist mit unserer Cloud verbunden und kann letztendlich dem Anwender alle Daten des Modells in Revit ermöglichen und damit auch weiterzuarbeiten. Er kann damit also Berechnungen durchführen und so weiter. Und jetzt kommen wir dann zu unserem System Air Design Plugin, um das sich heute hauptsächlich drehen wird. Dieses System Air Design Plugin ist für Sie kostenfrei zu erhalten. Es bietet dem Revit-Benutzer trotzdem ein vollwertiges BIM-Modell von all unseren Luftauslässen, Volumenstromreglern sowie Brand- und Entrauchungsklappen mit allen erforderlichen Informationen, die direkt in Revit übertragen werden. Man kann sich das Ganze auch ein Stück von ein bisschen einem Kuchen vorstellen, in dem Fall ein Apfelkuchen. Oben das Modell mit den begrenzten Informationen, so der halbe Kuchen und das Objekt mit allen Informationen, wie zum Beispiel aus unserem Design-Plugin, ist der volle Kuchen und ich bekomme alle Informationen, die ich aus unserem System Air Design-Plugin sehe, auch direkt in Revit. Vom Hersteller zum Kunden. Das Ganze sieht jetzt ein wenig kompliziert aufgebaut aus, aber ich versuche das Ganze mal zu erklären. Also zu Beginn modellieren wir das Produkt und verbinden es letztendlich mit allen Informationen aus unserem Produktinformationsmanagement. Dieses wird danach in der Magicat Cloud veröffentlicht. Der Online-Katalog und die Auslegungstools übernehmen die Modelle aus der Cloud. Jetzt kommen wir wieder zum Design-Plugin. Dieses Design-Plugin übernimmt das Modell und die allen Informationen aus unserem Design-Auslegungsprogramm und überträgt diese direkt in Revit. Die Benutzer von Revit, AutoCAD und Magicat können auf verschiedene Weise auf die Modelle unserer Produkte zugreifen. Dazu ist auch auf jeden Fall zu beachten, dass das Design-Plugin bisher nur für Magicat und Revit gedacht ist. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt die Herstellerplattform, die BIM kostenlos zur Verfügung stellen. Rechts oben sehen Sie Magicat, das BIM-Modelle und Werkzeuge zu einem bestimmten Preis letztendlich anbietet. Und unterhalb von Magicat befinden sich die Werkzeuge zum Entwerfen. Der Planer benötigt eines davon, um unsere BIM-Modelle oder Magicat zu verwenden. Dazu ist auf jeden Fall nochmal zu beachten, dass diese Plattformen 3D-Modelle mit begrenzten Informationen zur Verfügung stellen und das Design-Plugin für Revit und Magicat stellt direkt 3D-Modelle mit allen Informationen zur Verfügung. Warum sollen wir jetzt dieses Plugin verwenden? Was für große Vorteile bietet uns dieses Plugin? Wenn wir nun also wissen, wie wichtig BIM letztendlich ist und wie wichtig es noch wird in den nächsten Jahren, erkennen wir also die Notwendigkeit, es Ihnen zur Verfügung zu stellen und möglichst mit allen Informationen und auf eine benutzerfreundliche Weise kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das bringt uns letztendlich jetzt wieder zum Design-Plugin. Es ist kostenlos zu benutzen. Das Einzige, was Sie benötigen, ist eine gültige Revit-Lizenz. Bei der letzten Präsentation kam die Frage auf, ob auch Revit 2021 kompatibel ist. Da fehlt jetzt noch hier in der Präsentation das Icon, aber einfach eine Revit-Lizenz ab 2018 ist unser Design-Plugin damit kompatibel. Unser
Plugin vereinfacht letztendlich die Arbeit der Konstrukteure durch unsere Bereitstellung von BIM aller System Air Luftverteilungsprodukte, Brandschutzprodukte leicht zugänglich direkt in Revit. Man braucht kein zusätzliches Browser öffnen, um irgendwas auszulegen. Man braucht keine Datei hin und her ziehen, sondern man kann das Ganze direkt in Revit durchführen. Zusätzlich bietet es auch dem Konstrukteur neue Funktionen, die im Revit an sich nicht verfügbar sind. Und es bietet natürlich alle technischen Informationen und Daten, die sonst ohne Magicat nicht verfügbar sind. Zu den Funktionen, die wir mit unserem Design-Auslegungsprogramm verwenden können. Das zeige ich Ihnen dann aber noch anhand eines Beispiels direkt in der Praxis. Da können wir das Ganze dann einmal durchführen. Da haben wir nämlich schöne Strömungsmuster, die wir dann direkt sehen können. Nun kommen wir zu der Frage, wo kriegen wir dieses Plugin her? Wenn Sie kein Magicat-Benutzer sind, können Sie die Installationsanwendung letztendlich, das Programm von der Magicat-Webseite direkt herunterladen. Wenn Sie auch schon Magicat-User sind, dann hat Magicat direkt einen in Revit installierten Plugin-Manager, wo Sie unser Plugin, das System Air Design Auslegungsprogramm, direkt herunterladen und installieren können. Unser Auslegungsprogramm ist auch in mehreren Sprachen verfügbar. Ich denke, für heute ist aber die deutsche Sprache das Wichtige. Nun kommen wir zum BIM-Modell vom Plugin. Der Anwender kann einfach ein Produkt auswählen und sein Modell mit nur wenigen Klicks direkt in Revit einfügen. Das Modell besteht aus einer 3D-Geometrie mit Verbindung zu verschiedenen Systemen, sodass es unsere Lüftungs-, Elektro- und Datenverbindungen kombiniert. All diese Informationen und Daten aus allen Bereichen werden direkt zur Verfügung gestellt. Wenn Sie mit unseren Produkten arbeiten, und das ist letztendlich auch die Essenz von BIM. Hier sehen Sie jetzt hervorgehobene Verbindungen, die elektrische Anschlüsse mit den richtigen Daten und letztendlich unsere Anschlüsse bietet, die wir dann auch direkt in Revit weiter benutzen können. Dies ist jetzt ein Optima Air, das ist ein Volumenstromregler von uns und wir sehen hier auch schon direkt auf der rechten unten Seite unsere elektrischen Anschlüsse sowie den Kanalanschluss. Das Modell enthält alle notwendigen Informationen, die für die Arbeit in Revit erforderlich sind. Das bedeutet, alles, was Sie in Design später sehen, ist auch das, was Sie direkt in Revit erhalten. Das bedeutet, die grundlegenden technischen Merkmale, die Beschreibung der Hersteller oder zum Beispiel auch der Link, der direkt wieder zurück in unser Auslegungsprogramm führt. Zusätzliche Informationen sind unsere Wurfweite, das Geräuschkriterium und die Bewertung der Schallleistungspegel, unsere Leitungs- und Kommunikationsdaten sowie Raum- und Versorgungstemperatur. Nun kommen wir zu den einzelnen Funktionen innerhalb unseres Plugins. Wenn nun also ein Planer einen Raum in Revit modelliert hat, indem er die Wände, den Boden und den Raum definiert hat, kann er anschließend diese Raumgeometrie über unser Plugin von Revit in Design exportieren. Dort entwirft er dann diesen Raum, indem er einfach unsere Produkte aus unserem Produktkatalog, letztendlich Luftauslässe, Brandschutzklappen und andere, hinzufügt, sie positioniert, danach an den Arbeitspunkt einstellt und letztendlich auch den tatsächlichen Volumenstrom direkt sieht. Anschließend kann er diese Produkte, die er dort ausgelegt hat, direkt wieder zurück in Revit exportieren und auch später als Projekt speichern. Wenn er damit zufrieden ist, importiert er
das Ganze und kann die Produkte direkt im Raum bearbeiten, kann sie in den Luftkanal anschließen und so weiter. Diesen Arbeitsablauf werde ich in den nächsten Folien ein wenig näher erläutern. Die Plugin-Befehle in Revit. Unser Plugin für Design besteht aus drei Funktionen zur Vereinfachung. Das ist der Produkt einfügen, der Raum konstruieren und der Raum bearbeiten. Das Plugin soll letztendlich sehr benutzerfreundlich sein und deswegen mit diesen drei Befehlen. Den ersten Befehl, Produkt einfügen, benutzen wir, wenn wir jetzt ein einzelnes Produkt in Revit hinzufügen wollen. Nehmen wir mal an, es fehlt noch eine Brandschutzklappe. Die Brandschutzklappe legen wir schnell aus im Auslegungsprogramm und fügen diese direkt in Revit ein. Dort können wir aber lediglich nur ein Produkt aus dem Katalog direkt in Revit einfügen und können es dort frei platzieren, so wie wir es brauchen. Der zweite Befehl ist der Raum konstruieren. Funktion. Und zwar haben wir jetzt diesen Raum gezeichnet in Revit, können wir über den Raum konstruieren, die Raumgeometrie direkt in Design übertragen, können dort unsere Luftauslässe platzieren und auch das Strömungsmuster sehen. Und anschließend, wenn wir mit dem Strömungsmuster zufrieden sind und die Luftauslässe im Raum, sagen wir mal, ordentlich platziert sind, diese wieder direkt zu Revit exportieren und in Revit weiterarbeiten. Die dritte Funktion haben wir jetzt in einem Raum, sagen wir mal, neun Luftauslässe platziert und einen Luftauslass wollen wir vielleicht doch ein bisschen ändern oder doch eine andere Art von Luftauslass einfügen, können wir im Nachgang, nachdem wir einen Raum konstruiert haben, auch diesen Raum wieder bearbeiten. Damit werden dann alle Luftauslässe, die in diesem Raum sich schon befinden, wieder zurück in Design übertragen, können sie dort wieder frei positionieren, uns das Strömungsmuster anschauen und letztendlich den Raum aktualisieren. Die nächsten Folien werde ich ein wenig schneller überarbeiten, weil ich genau diese Funktion Ihnen noch in Revit direkt zeigen möchte. Genau, und das hier ist nochmal die Produkt einfügen Funktion. Wir sehen dann also oben Insert Product, in dem Fall jetzt auf Englisch Produkt einfügen, auf unserer Registerkarte in den Zusatzmodulen System R Design. Können, wie gerade schon erwähnt, ein einzelnes Produkt, welches sich in unserem Auslegungsprogramm befindet, in Revit hinzufügen. Wir können auch, was ganz wichtig ist, immer den Volumenstrom und direkt alle Daten, die wir hier jetzt sehen, aktuell, werden auch später in Revit wieder übernommen. Anschließend, wenn wir das Produkt einfügen, fragt Revit nochmal ganz kurz nach, da erscheint ein Dialogfenster mit den Informationen, welches Produkt Sie dem System hinzufügen wollen, wie hoch der Luftstrom jetzt letztendlich ist und wie hoch der Abstand vom Boden ist, also die Höhe, wie er platziert werden soll. Dort klicken wir dann später einfach auf Einfügen und sehen dann auch direkt das Produkt in Revit. Kommen wir jetzt zur zweiten Funktion, das ist die Raumkonstruieren-Funktion. In Revit klicken wir wieder oben zuerst auf Raum konstruieren. Anschließend müssen wir den Raum auswählen, diesen wir jetzt konstruieren wollen und drücken danach auf Fertigstellen und dann wird dieser Raum in Design übertragen. Die erste Einstellung, die unser Plugin immer abfragt, ist erstmal die Sprache. Dort können Sie Deutschland minus Deutsch auswählen. Dann sehen Sie unsere deutschen Produkte in der deutschen Sprache. Danach haben Sie die Möglichkeit, als Gast fortzufahren. Die Anmeldung ist kostenlos. Sie können sich auch registrieren in unserem Auslegungsprogramm. Das bietet den Vorteil, dass wir dort auch Projekte abspeichern können. Aber zunächst können Sie auch einfach als Gast das Plugin vollumfänglich benutzen. Diese ganzen Arbeitsschritte werde ich Ihnen gleich direkt in Revit vorführen.
Deswegen gehe ich jetzt auch direkt mal weiter zur Raumbearbeiten-Funktion. Wie gerade schon erwähnt, die Raumbearbeiten-Funktion ist dafür da, um einen Luftauslass nochmal neu zu positionieren. Der findet sich auch unter Zusatzmodule oben bei den System Air Design Anwendungen bzw. Plugins. Und hiermit können wir einen Luftauslass, der schon in Revit platziert ist, wieder zurück ins Design exportieren erstmal, neu anpassen, Strömungsmuster anpassen und das Ganze wieder zurück in Revit übertragen. Daraufhin erfolgt auch wieder ein Dialogfenster, in dem man kurz nochmal den Luftstrom sieht und die Höhe vom Produkt sieht. Bevor wir jetzt nochmal die Vorteile im Überblick machen, wechsle ich jetzt aus dieser Präsentation in Revit direkt. Wir sehen jetzt hier in Revit einen Bürokomplex. Das hier dürfte jetzt die Kantine von dem Bürokomplex sein. Und ich möchte Ihnen anhand dieses Beispiels jetzt einmal vorführen, wie einfach es ist, dort ein komplettes BIM-Model einzufügen, beziehungsweise mehrere BIM-Models einzufügen und das Strömungsmuster auch anzupassen. Hier oben sehen Sie unsere ganzen Leisten. Hier wählen Sie Zusatzmodule aus, nachdem Sie das Plugin installiert haben. Und dann sehen Sie hier auch schon das System Air Design Zusatzmodul und die drei Funktionen, die ich Ihnen gerade schon gezeigt habe. Die Produkteinfügen-Funktion wäre jetzt hierfür gedacht. Ich möchte jetzt hier in diesem Raum lediglich einen Luftauslass platzieren, weiß noch nicht genau wo. Kann ich einfach die Produkteinfügen-Funktion benutzen, nehme den Luftauslass. Er erscheint mir hier danach in Revit. Ich kann ihn selber platzieren, wo und wie ich ihn möchte, mit allen gewünschten Daten, die direkt mit exportiert werden. Die Funktion brauche ich jetzt einmal nicht zeigen. Damit kommen wir zur schönsten Funktion in meinen Augen. Das ist der Räume konstruieren Funktion. Hier drücke ich jetzt einmal drauf. Jetzt fragt das Plugin ab, welchen Raum möchte ich denn jetzt in das Auslegungsprogramm exportieren? Dafür wähle ich jetzt hier die große Kantine aus und drücke hier oben links auf Fertigstellen. Nachdem ich Fertigstellen gedrückt habe, exportiert nun Revit diesen Raum in Design. Ich mache das Ganze mal groß, damit können wir wesentlich einfacher arbeiten. Und ich fahre jetzt mal als Gast fort. Nun befinden wir uns in unserem Auslegungsprogramm System Air Design und sehen hier auch schon den Kantinenraum mit der richtigen Geometrie, der aus Revit jetzt direkt hierhin exportiert worden ist. Und können nun eigentlich anfangen, unsere Luftauslässe, wie wir wollen, hinzuzufügen. Wie geht das Ganze? Ich habe hier oben links die Möglichkeit, Produkte aus dem Katalog hinzuzufügen. Hier drücke ich einmal drauf und lande in unserem Katalog. Wir nehmen jetzt für dieses Beispiel einen Luftdurchlass mit einstellbaren Düsen. Hier haben wir den schönen CAPF. Der CAPF ist ein Düsenauslass. Wie Sie sehen, ist hier einmal die Artikelnummer. Der Preis dazu wird auch direkt angezeigt. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Abmessungen zu wählen. Wir nehmen jetzt in dem Fall mal 200, 600, 36 Düsen in Signalweiß. Haben hier die Möglichkeit, auch verschiedene Luftströme einzustellen, wie wir wollen, und als Zubehör auch direkt den Tor-Anschlusskasten mit auszuwählen. Im zweiten Schritt haben wir die Möglichkeit, hier eine Berechnung durchzuführen. Hier sehen wir unseren Druckverlust. Das Ganze ist visuell dargestellt. Ich kann hier, wo ich möchte, in dem Diagramm einen Arbeitspunkt definieren. Und wie Sie sehen, wird auch direkt links der Volumenstrom angepasst. Wir nehmen jetzt als Beispiel einfach mal, ich drücke jetzt hier rein. Jetzt haben wir in dem Fall, okay, 279 Kubikmeter die Stunde bei 56 Pascal Druckverlust, sowie die Raumtemperatur, die vordefiniert ist, und habe hier unten auch nochmal alle meine Parameter auf diesen Arbeitspunkt sowie den Volumenstrom, den Druckverlust, die Raumtemperatur, unsere Klappeneinstellung, den Druckausgleich, die Wurfweite, der Gesamtschallleistungspegel aufgeführt, und all diese Informationen bilden jetzt unser BIM-Modell, welches wir dann wieder zurück in Revit übertragen wollen.
Deswegen klicken wir jetzt hier oben rechts auf zum Projekt hinzufügen. Und nun haben wir diesen Düsenauslass zu unserem Projekt hinzugefügt. Das Ganze gehen wir jetzt wieder zurück zu Projekt wechseln. Dieser Auslass wurde jetzt einfach platziert mitten im Raum. Ist momentan noch ein bisschen schlecht. Einer ist auch vielleicht hier ein bisschen schlecht für den ganzen Raum. Deswegen haben wir die Möglichkeit, hier auf der linken Seite den CAPF auszuwählen, diesen zu duplizieren. Wir nehmen jetzt einfach mal 5 Stück davon noch dazu und haben jetzt hiermit alle 6 Auslässe dem Raum hinzugefügt. Die liegen jetzt alle gerade aktuell übereinander, deswegen sehen wir nur einen und haben daraufhin die Möglichkeit, ich wähle dafür mal die Draufsicht aus, dann sieht man das ein bisschen einfacher, haben jetzt die Möglichkeit, über diesen Raum, einen Moment, haben jetzt die Möglichkeit, diesen Luftauslass auszuwählen und entweder von Hand zu positionieren oder wenn wir den Raum auswählen, über die Funktion haben wir sie denn jetzt? Ah, genau. Nein, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Einen Moment bitte. Das war jetzt mein Verschulden. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ich muss das Ganze jetzt nochmal schließen. Ich wiederhole das Ganze nochmal ganz kurz, den Raum konstruieren, daraufhin fertigstellen. Als Gast fortfahren. Haben hier jetzt wieder unseren Raum, fügen hier ein Produkt hinzu. Ich mache das jetzt noch mal ganz schnell hier im Schnelldurchlauf durch. Das Ganze wieder duplizieren, weil wir davon mehrere haben wollen. In dem Fall nehmen wir, nein, 15 wäre vielleicht ein bisschen viel. Nehmen wir 5 hinzufügen. Und können jetzt über den Raum die Produktposition nach Gitter ausrichten. Dafür gehen wir jetzt mal wieder in unsere Draufsicht und sehen jetzt, oh, alles klar, wir haben insgesamt unsere 6 Luftauslässe. Und die können wir frei verschieben. Das ist jetzt eine Funktion, um das Ganze ein bisschen schneller hinzubekommen. Ich positioniere die jetzt mal. Die grünen Punkte bilden letztendlich die Luftauslässe, die wir jetzt verschieben. Das Ganze sieht auch schon relativ gut aus. Und haben natürlich auch die Möglichkeit, die einzelnen Luftauslässe direkt zu verschieben. Bestätigen das Ganze und haben jetzt die Luftauslässe im Raum platziert und sehen auch, der blaue Bereich ist unser Aufenthaltsbereich und das Strömungsmuster ist jetzt soweit angepasst. Wenn wir jetzt uns jetzt für diesen Luftauslass entscheiden und möchten diesen doch ein bisschen weiter hier unten platzieren, damit die Ecke vom Raum auch noch gefüllt wird, können wir dieses auch noch einzeln verschieben. Sind wir soweit mit dem Strömungsmuster zufrieden, können wir unsere Luftauslässe, wie sie jetzt positioniert worden sind, direkt in Revit hinzufügen. Dies können Sie auf zu Revit hinzufügen drücken.
wählen den Raum aus. In dem Fall haben wir jetzt nur einen Raum. Es sind natürlich auch mehrere Räume möglich, wenn ich gleich mehrere Räume auf einmal definieren möchte, und klicke im Anschluss auf zu Revit hinzufügen. Jetzt kommen wir zu diesem Dialogfenster, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hier kann ich die Höhe einstellen. In diesem Raum ist jetzt eine Zwischendecke drin. Deswegen haben wir die Höhe auf 2900 mm definiert und drücken anschließend auf Einfügen. Nun konvertiert und fügt er unsere Produkte ein. Also er erstellt jetzt sozusagen direkt das BIM-Model aus dem Design und fügt diese mit allen notwendigen Informationen direkt in Revit ein. Das dauert immer einen kleinen Moment. Sebastian, wir könnten die Wartezeit ein bisschen interessanter gestalten. Und Ja. zwar haben wir vom Herrn Jachmann eine Frage bekommen. Und zwar möchte er gerne wissen, welche Anforderungen müssen erfüllt sein, damit der Raum erkannt wird. Ist eine 2D-Architekturreferenz ausreichend oder muss immer eine BIM-Modell 3D-Architektur vorhanden sein? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Der Raum muss auf jeden Fall definiert sein, aber ob jetzt das Ganze auch als 2D möglich ist, kann ich Ihnen jetzt so auf die Schnelle tatsächlich nicht beantworten. Das müsste ich selber nochmal ausprobieren bzw. nachfragen und würde Ihnen die Frage dann, wenn möglich, per E-Mail beantworten. Die Fragen, die in den Chat gestellt werden, die können wir auch noch im Nachgang sehen. Das heißt, das bedeutet, ich würde mich einfach bei Ihnen melden und Ihnen die Frage beantworten. Ist sonst noch eine Frage da, Timo? Gerade im Moment? Nein, aktuell haben wir Okay, nichts mehr. perfekt. Okay, wie Sie sehen können, haben wir jetzt hier die Luftauslässe, wie wir sie gerade in unserem Auslegungsprogramm definiert haben oder ausgerichtet haben, direkt hier im Raum ausgelegt. Wenn ich jetzt einfach mal den Luftauslass andrücke, sehe ich hier, alles klar, es handelt sich um einen CAPF 125-600 in Signalweiß und der Anschlusskasten, der benötigt wird, ist direkt auch hinzugefügt. Genauso wie unsere Daten, die wir jetzt gerade ausgelegt haben, der Druckausgleich, der Druckverlust, die Geräuschbewertung, der Geschallleistungspegel, alle Informationen sind jetzt hier in unserem Luftauslass gespeichert und können so die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken auch letztendlich vereinfachen. Würden wir das Ganze jetzt fortfahren, könnten wir hier einen Luftkanal anschließen, und das Ganze mit unserem Kanalnetz verbinden, haben dann im Anschluss ein geschlossenes Kanalnetz und dann, das wollte ich Ihnen jetzt einfach nur noch ganz kurz zeigen, bieten wir auch mittlerweile oder auch schon länger auch noch andere Plugins an, die damit arbeiten. In dem Fall unser System Air CAD. Damit können Sie unsere AHU-Geräte auslegen, wie zum Beispiel das Geniox. Die Funktionsweise ist genau das gleiche. Ich drücke hier drauf, wähle Insert AHU. Das beinhaltet aber heute nicht unser Webinar. Darüber werden wir vielleicht auch noch mal ein Webinar in naher Zukunft halten und können dort direkt ein Lüftungsgerät auslegen, bekommen auch wieder in unser Plugin direkt der benötigte Volumenstrom in der Zu- und der Abluft angezeigt. Müssen dann einmal unsere Zu-, Abluft, Fortluft und Frischluft definieren, damit unser Plugin auch weiß, mit welchen Luftmengen er zu rechnen hat, können dort direkt das Gerät auslegen und im Anschluss, wenn wir das Lüftungsgerät ausgelegt haben, dieses auch als BIM-Model direkt wieder hier in Revit einfügen und dann unser Luftkanalnetz anschließen. Aber dazu ein andermal. Jetzt habe ich Ihnen die Funktion mal gezeigt. Das Produkt einfügen hatten wir nicht gemacht. Das ist einfach nur, wenn ich jetzt nur diesen einzelnen Luftauslass einfügen möchte, den Raum konstruieren, habe ich Ihnen gezeigt, dass wir den Raum mit mehreren Luftauslässen direkt ausstatten können und dann noch die Raumbearbeiten-Funktion. Ich habe jetzt festgestellt, irgendwas stimmt nicht ganz oder möchte doch noch was ändern. Dann kann ich mit dem Raumbearbeiten wieder in die Ansicht zurückwechseln, die ich Ihnen gerade schon gezeigt hatte.
Und wie Sie hier sehen, können wir jetzt das Ganze wieder anpassen. Zum Beispiel diesen Luftauslass nehmen und nochmal ein Stück verschieben. Sagen wir jetzt einfach mal hier hin, weil wir festgestellt haben. Können im Anschluss wieder zu Revit hinzufügen, den Raum auswählen, das Ganze wieder einfügen. Bei mir dauert das Ganze natürlich auch immer ein wenig länger, weil ich hier mit einem Laptop arbeite, der nicht unbedingt für die Arbeit mit großen Projekten in Revit ausgelegt ist. Da fehlt der nötige Arbeitsspeicher. Deswegen dauert das bei mir immer ein wenig länger. Aber zum Zeigen und Ausprobieren reicht es definitiv aus. Jetzt passt er praktisch wieder die Produkte an und wie wir dann gleich sehen müssten. Wird dieser Luftauslass, den ich gerade im Design verändert habe, dann ungefähr hier platziert werden. Wobei ich das Ganze natürlich auch direkt in Revit machen könnte, außer ich möchte nochmal das Strömungsmuster dazu genau definieren. Genau, wie Sie gerade gesehen haben, der Luftauslass hat sich jetzt verschoben. Das war es jetzt auch zu weit von den Revit-Funktionen. Damit minimiere ich mal wieder Revit und wechsle zurück zur Präsentation. Damit zusammenfassend nochmal die Vorteile im Überblick. Es ist kostenlos, es ist schnell, es ist einfach zu bedienen und es ist sehr benutzerfreundlich. Der Benutzer kann auf alle Produktmodelle mit allen Daten direkt in Revit zugreifen, ohne sich irgendwo anders aufhalten zu müssen. Das Modell und die Daten können von Design direkt in Revit übertragen werden, was ein vollwertiges BIM-Modell bedeutet. Und darüber hinaus bietet unser Plugin natürlich auch noch die Funktion, dass die Kombination von Lüftungs-, Kommunikations- und Elektroanschlüssen sowie die Daten direkt der Konstruktion von Räumen und die Bearbeitung von den Raumbefehlen selbst wiedergibt bzw. darstellt. Noch ein paar zusätzliche Informationen. Wie schon vorhin erwähnt, Sie müssen Revit besitzen. Das Plugin ist aber kostenlos. Auch unsere Plugins bzw. andere nützliche Programme, unsere Auslegungsprogramme wie SystemRCAD und auch die weiteren Plugins für Revit finden Sie entweder auf unserer Homepage oder vorhin schon erwähnt in dem Magicat Plugin Manager. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ob Sie noch weitere Fragen dazu haben. Momentan sieht es fragentechnisch hier im Chat aus. Genau. Also Sie haben auch die Fragen sind nicht. Möglichkeit, wenn Sie jetzt im Nachgang noch eine Frage zu unserem Plugin haben, können Sie gerne mich kontaktieren. Meine Kontaktdaten finden Sie jetzt auch nochmal auf der rechten Seite, müsste das bei Ihnen sein, im Chat. Dort schreibt Ihnen der Herr Acker kurz die Kontaktdaten rein. Diese können Sie sich speichern. Sollten Sie irgendwelche Fragen zu BIM im Allgemeinen haben, Fragen zu dem Plugin an sich oder auch schon Fragen zu unseren neuen Plugins für unsere Lüftungsgeräte, die Geniox-Reihe und die Topvex-Reihe, können Sie sich gerne bei mir melden, helfe ich Ihnen gerne weiter. Ansonsten warten wir jetzt noch mal kurz, ob noch Fragen kommen. Und ansonsten, falls jetzt schon der ein oder andere Es das kam gerade noch Webinar. mal eine private Frage an mich ran. Die Frage Ja. ist, wird auch ein Plugin für PlanCAL kommen? Das ist aktuell meines Wissensstandes nach nicht geplant, weil wir da relativ eng mit Magicat zusammenarbeiten und den ihrem Plugin Manager. Deswegen befinden wir uns da momentan auf der Revit-Schiene. Aber natürlich, unsere BIM-Modelle können auch aus dem System R Design
heruntergeladen werden mit allen nötigen Informationen und diese dann auch in PlanKal weiterverarbeitet werden. Der einzige Vorteil, der dieses Plugin jetzt in Revit bietet, ist, dass Sie halt direkt aus Revit aus zugreifen können und damit arbeiten können und nicht noch zusätzlich, wie ich vorhin erwähnt hatte, Dateien hin und her schieben müssen, einfügen müssen, sondern das Ganze letztendlich vollautomatisch, zeitschonend und damit Kosten spart. Sollten jetzt keine weiteren Fragen kommen, bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen heute nach Feierabend ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch an unseren weiteren Webinaren teilnehmen. Diese finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben in den nächsten Wochen, ich meine, noch 4, 5 weitere Webinare über auch sehr interessante andere Themen. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie daran auch teilnehmen. Und wünsche Ihnen damit noch einen schönen Tag und bis dahin.